Ja, ich wollte die Zeit nutzen, die ich sowieso in meinem Kopf mit Manifestieren und mit Kreieren verbringe, um das mit euch zu teilen. Und zwar ist es wirklich alles nur Schwingung. Und unser Körper ist ja quasi so wie das Resonanzgerät. Das Resonanzgerät der Schwingung. Und es ist essentiell, dass wir lernen, die Schwingung des Raumes zu sein, weil wir sind ja der Raum, in dem die Dinge sind, die wir wollen. Ja, wir sind der Raum, der alles kreiert. Wir kreieren den Raum unseres Lebens, unseren Lebensraum. Unser Lebensraum entsteht glasklar aus uns selbst heraus. Außerhalb von uns gibt es kein Leben. So crazy das sich anfühlt oder für den logischen Verstand anhört, aber außerhalb von uns gibt es kein Leben. Dein Leben, mein Leben, das jeden sein Leben ist nur da, wenn er selber da ist. Wenn er selber den Raum öffnet, wenn du den Raum, deinen Lebensraum eröffnest, dann kannst du leben. Da lebst du drin. Du lebst in deinem eigenen Lebensraum. Und wenn du deinen Lebensraum schließt, dann gibt es keinen Lebensraum mehr für dich. Du hast wohl den Anschein, dass es dann noch weitergeht für die anderen, dass sie dann noch leben. Aber die leben dann nicht mehr in deinem Lebensraum. Und wenn du dir das mal so wirklich vorstellst und dir das klar wird, wenn du alle fünf Sinne abstellst, dann hast du quasi keinen materiellen Lebensraum mehr als Referenz für dich. Dann ist da nichts. Und deswegen, wenn du dir so Gedanken machst, kannst du deinem logischen Verstand immer mehr Argumente liefern, warum es so wichtig ist, deinen Lebensraum zu eröffnen und ihn mit Schwingung zu füllen. Und zwar mit der Schwingung, in der du leben willst, in der Schwingung, in der du dich fühlen willst. Dann kommen da Bilder dazu für deine Augen. Du erkennst, du hast Fokus auf Sachen, die dir gefallen. Dann hörst du Dinge, die ein Match sind, ein Abgleich zu der Schwingung. Dann spürst du Dinge, dann fühlen sich die Sachen ganz anders an. Ja? Je nach Schwingung zum Beispiel, ich habe hier ein schönes Lederlenkrad oder ja, wenn ich da jetzt in der Aufmerksamkeit hingehe, wie schön das ist und wie gut sich das anfühlt und bereit bin, das als zuträglich zu meiner Schwingung empfangen, dann ist es ein wunderschönes Lederlenkrad. Wenn es mir aber kalt ist, wenn es mir aber schlecht geht, wenn ich friere, wenn ich meine Schwingung nicht in Ordnung habe auf dem Level, wo es sich für mich gut anfühlt, dann fühlt sich dieses Lederlenkrad auch beschissen an. Ja? Dann habe ich mir in meinem Raum ein Lenkrad kreiert, das kalt ist, das klamm ist, das wärmer sollte sein, was auch immer. Also alles, was ich wahrnehme, ist in meinem Raum. Und so bin ich der Chef, der den Raum eröffnet und mit Schwingung füllt. Und das ist genau das, was zum Beispiel auch in Coachings passiert. Der Coach eröffnet einen Raum, füllt ihn mit Schwingung, füllt ihn mit Intention, füllt ihn mit Vorstellung, füllt ihn mit einem Lebensgefühl und mit einem unerschütterlichen Glauben daran, dass ich die Schöpferin bin, dass ich kreiere und dass ich Menschen damit inspirieren kann und auch in ihr Schöpfertum bringen kann, sodass sie ihren Raum bewusst kreieren und nicht mehr unbewusst. Und so kann jeder seinen Raum kreieren und wenn die Räume auf der gleichen Schwingung sind, dann können wir uns miteinander verbinden, dann fühlt sich das gut an, dann fühlt sich das harmonisch an.
Aber wenn ich versuche mich, wenn ich in meinem Raum des Frustes sitze oder der Angst, mich mit jemandem zu verbinden, der im Raum der Fülle und der Begeisterung sitzt, fühlt sich das nicht gut an. Der geht mir auf den Sack. Der geht mir auf den Keks. Der triggert mich, weil ich in einem Raum festsitze, in dem ich gar nicht sitzen möchte, der mir überhaupt nicht gefällt, den ich mir aber selber kreiert habe. Und wenn ich mir dann nicht selber die Türe öffne und aus dem Raum rausgehe, werde ich so lange leiden. Also stell dir das mal so vor, du sitzt in deinem Raum der Angst, des Frustes, was auch immer, und du schaust zur Tür raus, du schaust zum Fenster raus, besser gesagt, und du siehst da Freude, Begeisterung, Luxus, alles Mögliche, was du in deinem Raum nicht hast. Ja? Und es fühlt sich scheiße an. Du sitzt da drin in deinem Raum, fühlst dich eingesperrt, kannst nicht raus, weil da keine Tür ist, die in den Raum der anderen führt. Und du fühlst dich völlig alienated, ausgeschlossen und würdest so gerne dabei sein und bist einfach nur frustriert, weil du in den anderen Raum nicht reinkommst, weil du in deinem Raum festsitzt. Und erst wenn du deinen eigenen Raum veränderst, sodass er ein Match ist mit dem Raum, den die anderen vielleicht haben, wo du denkst, das würde ich mir so sehr wünschen, bleibt dir der Frust, bleibt dir die Angst. Und jetzt geht es wirklich darum, diese Verantwortung zu übernehmen und zu erkennen, du schaffst deinen Lebensraum, du schaffst dein Leben, du schaffst alles, was in deinem Leben möglich oder unmöglich ist. Du entscheidest, du machst das Drehbuch, du möblierst deinen Raum, du setzt die Schwingung da drin. Und das ist so, so entscheidend, sich dessen erstmal im Verstand bewusst zu werden. Und dann dran zu arbeiten. Dran zu arbeiten, sich immer wieder zu reflektieren, so in dem Sinne, in welchem Raum befinde ich mich denn gerade? In welcher Schwingung sitze ich denn hier gerade rum? Was läuft hier? Was strahle ich aus? Was generiere ich an Schwingung? Wenn du vorstellst, du bist irgendwie eine Radioantenne oder was auch immer, die einfach die Schwingung in deinem Raum kreiert und dann auch dominiert. Und wenn du deine Schwingung permanent dominierst, indem du die entsprechenden Gedanken denkst, indem du die entsprechenden Überzeugungen hast und indem du dich energetisch diesen Dingen wirklich hingibst und sie fühlst, die du haben möchtest und auch die, die du im Moment nicht haben möchtest, weil das, was du fühlst, das ist der Raum, in dem du dich befindest. Das ist so. Das ist Status Quo. Und wenn dir dieser Raum nicht gefällt, wenn dir dieses Gefühl nicht gefällt, wenn dir die Vorstellung nicht gefällt, dann kreierst du einen neuen Raum. Und das ist mal die Logik, die dahinter steckt. Und das Wichtige ist, dass dein Hirn eine Logik, einen Ansatz findet, wo er bereit ist, das zuzulassen, wo er bereit ist, dir die Kontrolle und die Entscheidungsmacht und Kraft zu übergeben. Weil wenn im Hintergrund immer noch Aversionen sind und sagen, nee, so geht es nicht, ich muss reagieren und ich bin nicht der Raum, sondern ich bin im Raum und der Raum bestimmt mich, und solange dein Verstand diese Perspektive nicht zulässt, dass du der Raum bist, dass du der Schöpfer bist, wirst du kämpfen müssen. Und erst wenn der Groschen gefallen ist und du sagst, ja genau, so ist es, so ist es hundertprozentig. Ich merke es, ich habe es schon immer vermutet. Das ist genau das, was das Göttliche bedeutet. Und zwar, ich schaffe jeglichen Raum. Und dann kannst du dran arbeiten. Aber solange da noch irgendwelche Zweifel sind, hast du nicht deine ganze Kraft, hast du nicht deine ganze Macht und hast du nicht deine ganze Power, weil du sie immer wieder in Ehrenrunden abgibst, die sagen, ja, stimmt's vielleicht doch nicht und vielleicht ist doch der andere und ja, mein Ehemann und meine Freundin und bla bla bla, und die sind ja alle noch berechtigt, ja, in meinem Raum zu kreieren, die kreieren ja in meinem Raum. Ja, aber dann musst du denen die Berechtigung entziehen, dass sie in deinem Raum kreieren.
Das ist wie beim Computer, ja. Wer hat die Berechtigung, wer ist Benutzer auf deinem PC, wer darf da rumschrauben, wer darf da hochladen, löschen und so weiter und so fort. Du entscheidest, wem du die Berechtigung gibst, in deinem Raum rumzufuhrwerken und rumzufummeln. Und wenn du das verstanden hast, wenn dein Verstand d'accord ist, sagt man so schön, einverstanden ist, dann lässt er dich auch größer werden, dann gibt er dir die Kontrolle zurück, ja, dann übergibt er dir, keine Ahnung, bei Zoom macht er dich zum Host, dann macht dein Verstand dich zum Host in deinem Leben, aber du musst ihn davon überzeugen, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du Host wirst, weil du in deine Kraft trittst, weil du deine ganze Power zurücknimmst, weil du alles zu dir holst und aus dir heraus deinen Raum, deinen Lebensraum, dein Leben kreierst und alle Figuren, die du da reinholst. Everyone is you pushed out, Neville Goddard. Und so läuft's und so geht's und das sind die neuen Regeln. Die neuen Regeln sind wir nicht gewohnt, die dürfen wir jetzt aber lernen, die dürfen wir uns aneignen, immer mehr und mehr. Und es gibt immer wieder Rückfälle und ich muss es mir auch wieder jeden Morgen, wenn ich vielleicht mit irgendeinem komischen Gefühl aufwache, weil irgendwie ich in der Nacht, keine Ahnung, in welchem Raum ich da rumgedonnert bin, dass ich mich dann wieder zurückhole und sage, okay, ich bin der Raum. Und in welchem Raum bin denn ich jetzt? Ich erschaffe und erschöpfe und dann braucht es Arbeit. Und immer weniger Arbeit, weil ich immer schneller kapiere, oh, das ist nicht geil, da will ich nicht sein und ich meine Tools habe, um diesen Raum zu schaffen, in dem ich wieder bin und plötzlich passieren Wunder auf allen Ebenen, weil es ist für alles gleich, ob du einen Menschen kreierst, ob du eine Heilung an deinem Körper kreierst, ob du dir irgendein sonstiges Objekt oder irgendein Gegenstand kreierst, du bist der Raum, in dem alles ist. Und wenn es tief reingeht, dann sitzt du hier und übernimmst volle, komplette Verantwortung für alles, was in deinem Leben ist. Ist es nicht cool? Und das machen wir in Divine Money. Und das heißt einfach Divine Money, weil halt Geld einfach so der Obertrigger ist, weil du dir halt nicht vorstellen kannst, wie dein Raum aussieht, wenn da Geld in Fülle drin ist und weil du dir das einfach nicht vorstellen kannst, weil wir das nicht kennen, ja? Und diese göttliche Fülle, diese Möglichkeit, uns den Raum zu kreieren, so wie wir ihn haben wollen, da müssen wir uns rantasten, weil wir ja so beschränkt sind. Wir können uns ja nur aus unseren Erfahrungen her vorstellen. Und das immer ein Stückchen weiter zu öffnen und zu sagen, ja, das ist möglich, das ist alles, was möglich ist, ist auch für mich möglich. Und das wieder tief in dein Selbst reinzukriegen, dass das der normale Zustand ist deines Raumes. Das braucht so viel Übung und es braucht so viel Überwindung, weil ja unser System so zurückhaltend ist, weil es ja so auf Sicherheit gepolt ist und auf Sicherheit und bekannt. Und es da rauszuholen, dass es richtig geil wird auf unbekannt, dass dein System einfach sagt, hier, unbekannt, oh shit, flauer Magen, Angst, Schiss, aber ich weiß, das sind die Sachen, die ich will. Ich weiß, das sind die Sachen, die ich geil finde, weil wenn im Bekannten, wären sie ja schon bei mir in meinem Raum. Und da sich wohlzufühlen mit diesem flauen Gefühl manchmal, ja, da sich wohlzufühlen mit dem so, oh mein Gott, unbekannt, alles wackelig, oh shit. Und so, das ist zu lernen, ja, das ist wirklich zu lernen. Und man kann das lernen und ich trainiere mich immer wieder, ich challenge mich immer wieder, damit mein Raum größer wird, damit da mehr kommt, damit ich mehr erfahren kann, damit ich mehr erleben kann. Ja, da muss ich aufmachen. Und ich möchte ganz, ganz viele mitnehmen und in Divine Money, in das letzte 2-Monats-Programm. Es ist noch offen, wir starten am 4. November, direkt nach der Wahl in Amerika. Das ist der absolut geilste Startpunkt für ein Programm, weil es wird alles neu. Ihr wisst selber, aus Amerika kommt McDonald's und die Pizza, obwohl es die Italiener nicht glauben. Und
Alles wird neu, auch für alle auf dieser Welt. Die Energien zeigen es schon an und wir dürfen losrennen und unsere Räume so groß machen und so wahnsinnig geil gestalten. Ja, ihr Lieben, das war's. Jetzt wird es gleich dunkel und ich freue mich, von euch zu hören. Heute Abend mache ich übrigens noch einen Bonus-Call. Bei mir geht es immer mehr, als ich eigentlich vorher sage, weil ich einfach solche Downloads kriege und Geschenke mache gerne. Und deswegen gibt es heute Abend im Divine Creation Circle einen Bonus-Call für alle Teilnehmer und du bist auch ganz, ganz herzlich eingeladen. Alles, was du machen musst, ist, du schreibst mir kurz eine Nachricht über Messenger, über E-Mail, wie auch immer, wie du mich erreichen willst. Und ich schicke dir dann den Zoom-Link für heute Abend um 20 Uhr, wo du mal reinschnuppern darfst, wo du Fragen stellen darfst, wo du sehen darfst, wie das ist in so einem Gruppencoaching, wie so ein Raum, den ich eröffne und kreiere, aussieht. Und einfach nur zum Schauen, wo du, dass du dann auch entscheiden kannst, ja genau, Divine Money, da möchte ich dabei sein. Das gefällt mir, die Energie gefällt mir, die Herangehensweise, die Perspektive. Ich meine, das ist ja natürlich nicht alltäglich, wie ich den Mensch oder die göttlichen Menschen erkläre, aber es ist für mich einfach die komplette Ermächtigung als Gott in meinem Leben und diese Definition von Gott ist nicht die Definition, die du in der Kirche oder im Religionsunterricht gehört hast, sondern es ist die göttliche, perfekte Liebe, aus der wir entstanden sind und für die wir hier sind, um sie zu kreieren und reproduzieren und aus dem eigentlich unsere Räume bestehen und entstehen, unser ganzer Lebensraum, wenn wir den ganzen Bullshit rausräumen, den wir uns aus Versehen, respektive weil wir an so viele Lügen geglaubt haben, die uns erzählt worden sind, da rein kreiert haben. Und dann können wir es jetzt halt auch wieder ganz fein rauskreieren. Und es muss keine große, komplizierte, lang angelegte Sache sein. Aber dennoch dürfen wir okay damit sein, dass es ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen einfach eine Kehrtwende macht, obwohl es Leute gibt, die sogenannte Erleuchtungen haben. Aber auch die, ich habe mit vielen davon gesprochen, haben dann halt nachher den Prozess des Integrierens einfach dieses neuen Wissens, dieses neuen Seins hier auf Erden und auf den Erdboden. Ja, wir sind nun mal Menschen hier auf Erden mit einfach spirituelle Menschen hier, die Räume schaffen und sie verkörpern. Wir verkörpern etwas und diese Verkörperung auszuleben in dem göttlichen Sinne, das bringt uns halt auch keiner bei, das müssen wir uns halt Stück für Stück selber beibringen. Genau, ich könnte ja ewig wieder weiter blabbern, ihr Lieben. Ich freue mich auf alle, die heute Abend noch dazustoßen in diese wunderbare Gruppe, die wir sind im Divine Creation Circle. Viele davon, das könnt ihr euch vorstellen, kommen auch noch weiter mit in Divine Money, weil es geht immer weiter, es geht immer weiter. Wir können immer wieder unsere Räume eröffnen, größer machen und es wird nie aufhören, wenn du dich drauf einlässt und wenn du Spaß dran findest. Also in dem Sinne, vielleicht sehen wir uns heute Abend. Ich freue mich. Ciao, ciao.